Krieg, teurer als Vietnam etc. Und das Lustige ist, oder das Schöne daran ist, dass die Amerikaner die Kosten externalisieren können, weil nämlich der Dollar die Leitwährung ist. Das bedeutet, wir bezahlen über Zinsen und über das wir die Leitwährung verwenden, bezahlt jeder Erdbürger für diesen Irakkrieg umgerechnet $300. Für die wunderbare gerechte Sache, die da führen, ihren Kreuzzug gegen den Terrorismus. Ja, jeder von uns hat 300 € dafür gegeben. Auch die Leute, die nur 2 € am Tag verdienen. Müsst ihr euch mal überlegen. Also ihr wahrscheinlich prozentual habt dann wahrscheinlich jeder 10.000 Dollar dafür gegeben. So. Das ist, finde ich, total abgefahren, wie astronomisch die Zahlen sind. Und man kann sich das auch überhaupt nicht vorstellen, wie viel das ist. Wenn man nämlich jeden Dollar, der dafür verwendet wurde, als einen Zentimeter sieht, dann könnte man mit dem ganzen Geld, mit dem der Krieg geführt wurde, 53 Mal um die Erde kommen. Damit man sich mal vorstellen kann, wie viel, unglaublich viel Geld das ist. Das ist, also mit dem ganzen Geld hätte man den Irak 3 oder 4 Mal aufbauen können und von mir aus noch den, genau, was war hier, die haben für den F-35-Kampfjet, den die da haben, der erst 2019 oder so jetzt feuerbereit sein soll, wurde schon so viel Geld ausgegeben, damit könnte man jedem Obdachlosen in der USA eine 530.000 Dollar Villa, könnte man schon fast sagen, kaufen. Ich habe da auch mal einen Vergleich gehört, als der Irakkrieg noch lief. Der kostete ja am Tag irgendwie so und so viele Millionen. Milliarden mag sein, also fürchterliche Summen. Und man hat da mal, ich interessiere mich ja ziemlich für alternative Energien und sonstige Energiegewinnungsmethoden. Und da gibt es ja relativ viele, die noch gar nicht so doll fokussiert werden, wahrscheinlich auch aus lobbyistischen Gründen. Von wegen Erdwärme und Unterwasserkraftwerke und na 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 na. Da gibt es auf jeden Fall recht viel. Und die haben da eine interessante Aufstellung gemacht, dass diese Kosten, den Irakkrieg zu führen, der ja vermutlich aufgrund von Ressourcen entbrannt und geführt wurde, vermutlich, ist ja für böse Verschwörungstheorie, dass das Geld, was man da reingepumpt hat in diesen verdammten Krieg, locker gereicht hätte, um die Erde für die nächsten 100 Jahre mit Energie zu versorgen, wenn man da dieses Geld in vernünftige Forschung gesteckt hätte. Und das wäre mein Appell für die Zukunft, dass man da mal ein bisschen umsichtiger handelt, weil dieses fürchterliche Kriege, bekackte Uranmunition, die ganze Länder verseucht, ey, haben die alle einen Schuss oder was? Ja, die haben schon geschossen. Ja. Uranmunition ist ja so eine Sache. Als Militär findet man die nämlich ganz klasse, weil man da einfach mit einer Patrone einen ganzen Panzer sprengen kann. Also aus rein militärischer Sicht sind die schon klasse. Rein humanitäre Sicht oder langfristig gesehen, das ist natürlich totaler Scheiß. Genau, und wir liefern übrigens auch gerade Uranmunition. Wer macht das? Rheinmetall oder wer? Genau, die Milan-Raketen. Ich weiß nicht, von welchem Hersteller die sind. Ja, auf jeden Fall. Wir haben, wann ist hier die Dingens? Am 3. März oder wann? Nee, hier, in Krefeld. Ich weiß jetzt gerade nicht, wann das ist, aber auf jeden Fall haben wir Ende Februar oder Anfang März haben wir eine Demonstration hier in Krefeld. Da werden wir uns am Bahnhof treffen und dann gemeinsam zur Rheinmetall ziehen, wo es dann noch eine Abschlusskundgebung gibt, alte, neue Friedensbewegung gemeinsam, angeblich soll Dieter Dehm auch am Start sein, also ein paar renommierte Leute, und da finde ich es natürlich ganz klasse, wenn sich ganz Krefeld daran beteiligt und wir da mal ein bisschen Radau machen. Also natürlich friedlich mit unseren Stimmlippen und so weiter. Ich habe genau dieser Vortrag, den ich heute gehört habe, den fand ich auch sehr interessant wieder, weil da ging es halt um die Weltleitwährung und was das alles zu bedeuten hat. Und zwar auch so eine interessante Sache, wie das Geld überhaupt gedeckt ist aktuell, das Fiat-Geld, was entsteht. Und zwar ist das ja in irgendeiner Form schon gedeckt, weil die Kredite, die die Firmen und die Menschen aufgenommen haben, ja durch Realwerte gegengedeckt sind. Und das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum man den Irak überfallen möchte, weil dadurch nämlich die USA unter die Kontrolle von extrem großen Ressourcen wieder gekommen sind und man diese Ressourcen dann über Optionen und Derivate schon wieder an die Banken quasi als Sicherheit hinterlegen kann, um sich damit aktuell neue Kredite zu holen, um die Zinsen von den Krediten zu bedienen, die man eh schon hat. Also das ist extrem witzig, oder was heißt witzig? Es ist extrem schade, dass
dieses System einfach fordert, dass man immer wieder Angriffskriege führt, um einfach seine Ressourcen und sein Kapital, was man hat, aufzustocken, um irgendwie dieses System bedienen zu können. Er sagt auch in seinem Vortrag, dass es sogar die Pflicht ist, beziehungsweise dass die USA sich sogar verschulden muss, weil dadurch, dass man den Dollar als Leitwährung hat, müssen ja alle mit dem Dollar handeln. Und wenn die alle mit dem Dollar handeln wollen, muss die USA mehr Dollar rausgeben, als sie in ihrem Land hat. Macht ja Sinn. Und dafür müssen die Schulden aufnehmen. Und diese Schulden, die aufnehmen, obwohl die extrem verschuldet sind, zusammen mit Japan, die verschuldetsten Länder überhaupt, beziehungsweise nominal ist ja die USA das verschuldetste Land, das ist halt bezogen auf Wirtschaftsleistung etc., ist wieder was anderes. Auf jeden Fall nehmen die quasi Schulden auf für die ganze Welt, weil wir mit deren Geld nämlich handeln. Und das geht so lange gut, wie man dann einigermaßen Gegendeckung hat. Das ist jetzt schon extrem verfallen. Der Dollar ist, glaube ich, in den letzten 40 oder 50 Jahren hat er um 97% an Wert eingebüßt. Leider können es nicht 100% werden, sondern es wird immer prozentual natürlich kleiner. Ja, und wir sind da gerade in einer extrem interessanten Phase, weil nämlich die ganzen, das Kapital, gibt ja so ein schönes Zitat, ich weiß nicht, in welchem Film das war, Wall Street, glaube ich. Da sagt der Herr, ich weiß gar nicht, wie er heißt, der sagt, Geld ist eine Hure. Und damit meint er, dass genau das passiert, was nämlich heutzutage passiert, dass nämlich in der Globalisierung das Geld oder das Finanzkapital plündernd um die Welt zieht, könnte man mal so sagen, und halt nach Rendite sucht. Und das geht so lange gut, wie das Geld noch einigermaßen äquivalent ist mit der Wirtschaftsleistung. Es gibt aber das Problem, die Wirtschaftsleistung, die steigt linear auf der Welt ungefähr. Ein bisschen exponentiell, aber größtenteils linear. Also man kriegt immer nur einen Nominalzuwachs ohne Zinseszins. Und das Geld hat halt seinen Zinseszins. Und jetzt inzwischen haben wir mehr Finanzkapital, was nach Rendite verlangt, als die Wirtschaft hinterher bereit ist zu decken. Und deswegen sinken gerade überall die Renditen auf alle Sachen von den Sparern, weil die kann man ja als erstes abziehen. Das heißt, so lange ziehen sich jetzt noch die Banken und die Hedgefonds die Taschen voll. Aber das wird auch nicht mehr lange gehen, weil dann werden die auch nur noch 1 oder 2% Rendite kriegen, weil es nicht mehr anders geht. Und dann ist Feierabend, behaupte ich mal. Und das ist wahrscheinlich schon 2016 spätestens, würde ich mal behaupten. Oder aller spätestens 2017. Da würde ich sogar jetzt drauf wetten. 100 Euro. Aber die sind dann nichts mehr wert. Ich würde auch gerne noch was sagen zu einer Entwicklung, die ich positiv empfinde. Auch wenn sie vielleicht nicht ganz so positiv ist, aber ich bin ja der Optimist. Und das ist die Entwicklung in Griechenland, dass da jetzt eine linke Regierung an die Macht gekommen ist oder mit an die Macht gekommen ist. Das finde ich schon super. Ich habe da mit einem Griechen in der Pommesbude drüber gesprochen und der meinte, naja, die haben die Schnauze voll. Die sind da sehr, sehr arm. Also eine Million Leute sind da richtig am Hungertuch. Und wenn die Zustände hier so wären, haben wir philosophiert, uns geht's einfach noch zu gut, dann würden wir wahrscheinlich auch so eine radikale linke Partei wählen. Naja, da gibt's halt verschiedene Meinungen. Lass mich das doch kurz zu Ende bringen. Und wir haben philosophiert. Und was ich auf jeden Fall noch kurz zu Ende bringen wollte, in Spanien scheint sich jetzt gerade auch was in der Richtung zu bewegen. Und ich habe das Gefühl, das könnte eventuell den Euro ins Wanken bringen oder die Europäische Union. Und ich hoffe, dass in diesem Chaos was Positives Neues entsteht. Ja, das wäre natürlich was Schönes. Das ist aber genau das Problem in Deutschland. Wenn wir nämlich griechische Verhältnisse hätten, dann würden die Leute bei uns wahrscheinlich nicht links wählen, sondern eher rechts. Das finde ich extrem traurig. Ja, die gibt's da auch, aber ich glaube, in Deutschland wäre das extremer, weil wir hier konservativer sind von der Denkweise. Also uns wurde ja jetzt schon seit wie lange sind wir jetzt schon befreit? 60, 70 Jahre? Wurde uns ja schon eingeredet, dass die Kommunisten die Bösen sind und dass der freie Markt und der Neoliberalismus der Allheilsbringer sind. Und ich glaube, das ist schon so weit in die Leute eingebrannt, dass wir hier in Deutschland auf absehbare Zeit leider keine radikal linke Regierung kriegen können. Was heißt leider? Es kann natürlich jeder sehen, wie er möchte. Wo